Summen, liebe Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ahead in Time. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja versucht, so ein Katzengesicht zu machen. Sind auch schon 23% fertig, das ist cool. Jo. Ich würde auch sagen, es geht auch direkt weiter, hm? Was meinst du, Kleines? Guck mal, die Kleine wartet schon darauf, dass wir endlich mal loslegen. Jo. Gut, wollen wir mal loslegen, ne? So. Ich bin jetzt von meinem Mitbewohner mal ein Stativ geliehen. Und ja, bin mal gespannt, wie sich damit arbeiten lässt. Ui. Eieiei. Kann sich doch nur um Stunden handeln. So. Ja, dem seine Stative sind ein bisschen alt, hä? Eieiei, Busch. Ja, ist ja gut, Mädchen. Das machst du fein. So. wir müssen hier weitermachen, ne? So, beim letzten Mal ist auch der Filzstift leer gegangen. Gut. Kapitel 2. Akt 3. Welcome to the first day of shooting, darling. Super. Willkommen, ja, zu meinem ersten Drehtag. Wir müssen nicht zum großartigen, zum größten Filmstar machen, den die Vogelwelt je gesehen hat. Aus dir machen wir eine Diva. Deswegen habe ich dich zu einer Pressekonferenz in unserem Mondset gerufen. Du musst vor die Kamera treten und das Publikum umhauen, Schätzchen. Bereite sie so richtig auf deine Filme vor. Und wenn sie verrückt nach dir sind, komm hierher und zeig das neue Requisit. Genau, wir werden unser neues Filmrequisit vor der Masse enthüllen. Alles klar, super. Wir müssen jetzt hier... Ja. Cool. Ja, wir müssen hier so ein bisschen... Oh nein, Paparazzo! Ja, wir müssen hier mit den Leuten quatschen und dann quatschen die so ein bisschen mit uns. Du hast mich gerufen, Schätzchen. Sieht aus, als bräuchtest du Unterstützung. Aha. Alle Pinguine hier kennen den Namen DJ Grooves. Und ich sage euch, dieses Mädchen ist der nächste heiße Trend, garantiert. Seht euch an, wie sie den Welpen aus der Patsche hilft, indem sie die Statue hochklettern wird. Stimmt's? Haha, cool. Wow. Seht euch das an. Sie hat dem Welpen geholfen und er ist putzmunter. Leider ist er weggerannt und zerbrach definitiv nicht in mehrere Stücke. Das ist wahrlich eine Diva, die ich verstehen kann. Dieses kleine Mädchen ist ein absoluter Tierexperte. Vergiss nicht, ihren Fanclub beizutreten. DJ Grooves out. Okay. Boah. Hey, Boys. Super. Ja, wir müssen jetzt hier... Manche wollen irgendwie mit uns irgendwas quatschen. Yeah. So. So, den machen wir jetzt auch mal schnell platt. Oh, diese UFOs. Alles klar. Hier hinten ist noch irgendwas. Oh nein! Ha, cool. Doch, das passt zu der Kleinen. Ja, so eine kleine Diva. Hi there. Super. So, haben wir hier noch irgendwas? Nö. Okay. In der Mülltonne also nicht.
Bei denen muss man aufpassen, die machen Aua. Du hast mich gerufen, sie? Ja, natürlich. Immer. Nun, Schätzchen, ich muss etwas erwähnen. Chefkirche haben oftmals schreckliche Wutanfälle und Schimpfen an ihren Sendungen. Versuch bitte sowas zu vermeiden, okay? Der Schaffner ist altmodisch. Er wirft mit solchen Worten um sich. Es wird ihn irgendwann in Schwierigkeiten bringen. Sowas wollen wir hier vermeiden. Alles klar. Hallo, Zuschauer! Selbst die größten Promis müssen essen und ich habe gerade die größte von allen bei mir. Sag uns, Schätzchen, was für eine Soße möchtest du auf dein Thunfisch-Sandwich haben? Thunfisch-Sandwich? Unglaublich! Ich wette, dass sie durch diesen Thunfisch-Sandwich ihre schlanke Figur hält. Macht Notizen, Pinguin-Zuschauer. Vergiss nicht, ihren Fanclub beizutreten. Vergiss nicht, ihren Fanclub beizutreten. DJ Grooves out. Yeah. Super. Okay. Ah ja, stimmt. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum denn hier so ein ganz komischer Dingsbums ist. Hi. Hier so eine komische Gravitation. Du hast mich gerufen? Ja, natürlich. Alle Pinguine hier kennen meinen Namen, DJ Grooves, und ich sage euch, dieses Mädchen hier ist der nächste heiße Trend, garantiert. Passt auf, wie sie gegen diese Profikartenspieler gewinnt, bei ihrem nächsten ersten Mal. Das Spiel ist ganz einfach, Schätzchen. Rate einfach nur, welche Zahl der andere Spieler hält. Von 1 bis 10. Welche Zahl glaubst du ist es, Schätzchen? 3? Wow, fantastisch. Die Antwort tatsächlich 3. Zuschauer von dem Fernsehen. Ihr habt gerade die Eingebung eines wahren Stars gesehen. Ja. Ja, genau. Immer schön dem Fanclub beitreten. So, wir müssen hier theoretisch alles so... Das Publikum rastet aus, Schätzchen. Komm her und zeige denen unsere Riesenüberraschung. Unser neues Requisit. So, wir müssten halt diesen Fanclub irgendwie zum... maximalen populieren. Da haben wir verschiedene Sachen. Okay, diese Metro ist zu. Aufpassen, die machen wirklich Aua. So, da müssen wir hin. Superman, yay! Direkt super, wunderbar. Finde ich cool. Jo. Perfektes Bild, Regie DJ Grooves mit DJ Grooves als der stylische Mentor. Kleines Mädchen als mysteriöse Diva. Mondpinguine als hungrige Fanbase. Die Bewertungen sind da. Plus 100, okay. 430 Punkte. Shit, das geht besser. Ja, komm, ist egal. Bin mal gespannt. Ein neuer seltener Sticker ist ein Dead... Ja, brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Vielleicht können wir die mal einen Stream oder so im Extra machen. Von daher gucken wir mal. Ne? So, wir sind hier aber noch nicht fertig. Ups. So, ist das Finale schon da? Time Rift detected. Okay, die Frage ist, wo ist dieser Time Rift? Finale ist noch nicht voll. Okay. Nein! Nein, das wollte ich doch nicht! Nicht schon wieder! Ist es cool auf jeden Fall, aber nee. Ich wollte mir doch nur dieses Zeitstück angucken. Och Mann. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Hallo? Ladebildschirm? Danke. So, ist die Frage. Zeitriss. Das ist im Eulenexpress. Mord im Eulenexpress. Da muss ich auf jeden Fall hin, um das Zeitstück zu kriegen. Doch, da muss ich hin. War schon richtig. Hui. Hui je, hui je, hui je. So,
If you had a pet, what do you think the name of your pet's childhood pet? Interessiert mich eigentlich nicht. Ich will hier nur schnell hier rein. Das ist hier oben. Nee, hier. So. So schnell wie möglich weg von diesen gierigen Krähen. Die wollen uns sowieso nur wieder irgendwelchen Stuss ausfragen. Oh ja, das wird ein Spaß. So, die Frage ist, wo will ich denn? Hier muss ich lang. So, das eine Hammer. So, lasst euch nicht täuschen. Aua, aua. Must return after use. Ich hätte gern das da. So viel schöner. Ja, die Eulen sind ein bisschen... Die sind irgendwie... Keine Ahnung, warum die uns hier so... So rumeiern. Oh. Hier müssen wir aufpassen. Den müssen wir nehmen. Müssen wir alle... Oh. Bei dem... Oh. Och Mann! Ist das gemein! Ist das gemein! So, sonst kann ich nirgends hin. Das war schon richtig. Okay. Alles klar. Boah. Okay, hier hoch. Alter Schwede. Boah. So, die drehen sich jetzt. Bleiben die auch so? Ja, bleiben sie. Okay. Nicht, dass sie unsere Kleine hier ein bisschen zermatschen. Oh, super. Wunderbar. Hat super geklappt. Ich war mich da jetzt gerade so ein bisschen am konzentrieren. Von daher, oh, neue Farbe. Komm, die nehme ich mal. Ja, die rüste ich mal aus. Ich will mal gucken. Rot und Schwarz ist auch eine sehr gute Farbenkombination. Wollen wir mal schauen, wie die Kleine... das ist cool. Sieht irgendwie mit den grauen Haaren. Ich finde, die passt in Zirkus. So als Dompteur oder so als Manegenleiter, finde ich. Oder? Sorry. Noch. Na gut, dann nicht. Kleine hat andere... dir fehlt ein Schlüssel-Item. Okay. Kann ich das schon machen? Ja, das kann ich schon machen. Ich wusste, wir müssen später in den nächsten Akt sozusagen. Und dort müssten wir eine Maske holen. Dann können wir erst hier weitermachen. Um das Zeitstück zu bekommen. Oh, das passt doch. Müssen wir erstmal mit dem DJ Grooves hier sprechen. Hallo Schätzchen, willkommen auf dem großen Filmset, das du, auf dem größten Filmset, was du jemals gesehen hast, haben wirst. Wir sind gerade dabei, die große Parade zu drehen, den atemberaubendsten Film weltweit. Du wirst unser Star sein, wie immer. Dieser Film werden wir unsere Spezialrequisiten brauchen. Es wird ganz am Ende auftauchen. Aber warte, Schätzchen. So wie du jetzt aussiehst, passt du wirklich nicht in eine Parade. Kannst du dort mal hingehen, dir das neue Outfit anziehen? Kann ich... Oh, cool. Die Anführerin, die diese Stadt braucht. Aha. Auf jeden Fall. Oh, das ist... Oh, wie süß. Das ist cool.
Oder? Du siehst toll aus, Schätzchen. Ich finde, es hat was. Mach dir keine Sorgen, der Film ist wirklich leicht. Bleib einfach in Bewegung, während die Parade dir folgt. Und lauf nicht in sie rein. Und schaue dich nach Goodies um. Das Publikum liebt eine gute Parade und wird dir Belohnung zuwerfen, wenn du in der Nähe bist. Die Parade dauert eine Weile, daran kannst du nicht viel ändern. Wir sagen schon Bescheid, wenn wir genug Filmmaterial haben. Bleib immer positiv. Okay, wir können das also nicht viel Glück, Schätzchen. Ja, wir können hier jetzt echt eine Parade absenden. Also, die folgen uns, aber wenn wir sie berühren, machen wir Aua. So, wir brauchen natürlich Punkte. Unten rechts dieses... dieses Teil. Frisst natürlich... bisschen Zeit. So, hier können wir das ein bisschen... Wir müssen uns hier so ein bisschen beeilen. Die lassen so Sticker fallen. Wenn wir runterfallen, geht es natürlich eher. Boah. Damit es nicht langweilig wird. Es ist Zeit, die Stimmung aufzudrehen. Schätzchen, kannst du die Pyrotechnik einschalten? Ja, klar, kann ich machen. Ja, dann auf. Wir müssen jetzt hier die Pyrotechnik ein bisschen aufmotzen. Ist schon cool. Boah, das war knapp. So, wir haben hier immer noch so eine leichte Mondgravität. Beziehungsweise... Gravität. Boah. Gravitation. So, hier lassen sie ab und zu mal ein paar Herzen für uns fallen. Super. 3, 2, 1. Los geht's. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen. Da kann es natürlich sein. Alter, der geht aber hier ab, der Kerl. Ja, hier müssen wir so ein bisschen aufpassen. Weil der Vogel, ja, dieser komische Vogel steckt jetzt diese Dinger hier. Ab und zu mal. 2, 1. Okay. Jetzt müssen wir einfach nur noch in Bewegung bleiben. So. Boah. Alles klar. Uiuiuiuiuiui. Warte mal. Boah, die hauen mich natürlich hier voll weg, ne? Der Film braucht mehr Action, Schätzchen. Schalt die Feuerwerkskanonen für das große... Oh, yo, was denn noch alles, bitteschön. Ja, das wird ein Spaß. Alles klar. Also seht ihr, der hat echt hier ganz groß... Ja, der schießt natürlich jetzt hier den flotten Otto. Ja, das Ganze vergessen. Wenn du einmal unten bist, das ist unglaublich. Also, cool gemacht. Oh nee, jetzt muss ich das schon wieder probieren. Oh. Du, 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 du,
Oh, coole Sache. So, ich bin gerade so ein bisschen... muss ich gerade so ein bisschen konzentrieren. Die ist nicht so schnell, ne? Hier im Mondbereich. So, den nehme ich mir mit. Ah ja, stimmt, der ist ja schon am... Oh, genau im falschen Moment. So, ja, richtig Herzen kriege ich jetzt nicht so. So, muss ich gucken, wo ich lang muss. Nein, ich will nicht... Och, nee! Ach, Mann! Es ist ultra schwierig, damit abzurechnen. Dingsbums. Zu rechnen, wie das mit... Dingsbums ist. Weil du hier diese... scheiß Mondgravitation hast. Also normalerweise ist die Steuerung knackiger. Och Mädchen, warum stehst du nicht auf? Wir haben dich doch alle lieb. Wir wollen nicht, dass du Aua hast. So, ich gebe mir mal ein bisschen... So. Hauptsache... Energie. Es gibt ja auch einen Sticker, der dir... Dingsbums gibt. Na komm schon. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, diese Sticker einzusammeln. Ich mach's einfach mal, weil mir sonst stinklangweilig ist und ich eigentlich nur im Kreis rennen würde. Ja, komm. Ich weiß. Ich will's einfach nur schnell hinter mich bringen. Ja, da muss ich jetzt hin. So. Okay. So, ein bisschen Energie. Kann ja nie schaden. Je mehr wir von den Dingern anmachen, desto... Alter, der schießt eiskalt Raketen nach uns. Dieser Drecksack. Also ganz sauber ist der auch nicht. Kann man... Kannst du sagen, was du willst. So, die Dinge haben wir. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch überleben. So, das Herzen hole ich mir jetzt noch. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Wow! Alter! Alter! Please! Nein! Nein! Übel! Boah. Sekunde. Ich glaube, ich habe zu viel Bass in der Stimme. So, das hört sich doch schon mal viel besser an. Obwohl. Ich weiß nicht. Boah, das war knapp. Wenn man sich um drei Sachen... Wenn man drei Sachen... Zeit für die große Überraschung. Hol sie dir. Oh, super. Werde ich endlich diese scheiß Eulen dann los. Ja, jetzt geht's natürlich ab hier. Ja, ja. Oh, super. Alter. Alter Vater.
Die große Parade. Regie DJ Grooves mit DJ Grooves als der stylische Mentor, kleines Mädchen als Paradeführer, Mondpinguine als hungrige Fanbase. Gut, ich glaube, das hat sich jetzt nicht großartig geändert, aber boah, Leute, da bin ich eigentlich froh. Schickt. Yeah. DJ Grooves versus der Schaffner. So, bevor ich jetzt aber hier weitermachen, muss ich unbedingt in das nächste, in den Subkon-Wald. Wenn ich... So, ansonsten ist nichts, okay. Erstmal dieses Rental, Return After Use. Ja, das kommt leider wieder zurück. Das gefällt mir. Doch, auch das Dingsbums, muss ich sagen, ist schön. So, das können wir reparieren. Energie für den Keller wurde wiederhergestellt. Das Kapitel Alpenbergkette ist jetzt verfügbar. Oh, super, wie sich freut. So. Boop. Jetzt kommen wir in Energie für das Schlafzimmer wurde wiederhergestellt. Das Kapitel Subkonwald ist jetzt verfügbar. Super. Wir haben 16. Das haben wir. Die Maschine hat ein seltsames Signal gefunden. Das Signal sagt, ein seltener Sticker ist im Subkonwald aufgetaucht. Finde ihn. Jo. Warte mal, wir können doch jetzt hier hoch. So. Was machst du hier? Ah, oh, du bist nur ein kleines Baby-Alien. Du bist zurückgekehrt. Ich kann Alien-UFO bleiben nicht. Kann ich mir private Briefe ansehen? Lernen, wie Aliens denken? Bitte. Da sind so viele Briefe von weit entfernten Orten. Wenn Mafia Briefe liest, ist fast so, als wäre Mafia da. Hier, komm und liest Brief mit Mafia. Zusammen können wir uns vorstellen, an weit entfernten Orten zu sein. Du kannst Aufgabenpack, kannst du diesen Community Marathon mit nur 3 Leben schaffen. Community Marathon. das wird mies sein. Nee, wir wollen erstmal das normale Spiel Let's Playen. Wir müssen jetzt in den Subkonwald. Die hat hier eine kleine Kiste. Oh, cool. Guck mal. Wenn wir uns mit... Das ist ja das Bällebad, ne? Ist ja klar, das ist logisch. Wenn wir uns hier im Sprung in Eis verwandeln, dann fallen wir runter. Und hier hat die so einen kleinen... Ah, wie cool ist das denn? Tag 10. Dieses Filmset dieses Filmset wird wirklich belebt. So viele Pinguine sind gekommen. Und manche brachten sogar Ballons. Und dann sind da diese super großen Festzugswagen. Alles sieht so hübsch aus. Und DJ Grooves sagte, sie sind alle meinetwegen gekommen. Ich kann sie nicht enttäuschen. Ich weiß nicht, was wir als nächstes tun werden. Aber ich werde das Beste für meine Fans geben. Oh, super. Ja, super, natürlich. Genau jetzt, wo ich in der Aufnahme bin. Nee. Sollte zumindest mal dieses scheiß Fenster zumachen, aber ich brauche ein bisschen frische Luft. Ja, da können wir ein bisschen das Tagebuch von der Kleinen lesen. Ich würde sagen, den Subkonwald mache ich beim nächsten Mal. Aber ich muss hier trotzdem lang. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, hast du noch was zu sagen, Mädchen? Nö, ne? Oder? Nein? Okay. Bye. Genau, bye bye.